Hallo, herzlichen Glückwunsch. Ihr Team hat die erste Prüfung bestanden und wird für die zweite Runde ab morgen, Mittwoch, dem 22. Januar ausgewählt. In diesem zweiten Video werde ich Ihnen erklären, woraus diese zweite Prüfung besteht. Sie müssen Mikrodaten, das heißt einen Datensatz, analysieren und Ihre Analysen in einer PowerPoint-Präsentation präsentieren. Sie erhalten die Daten in einer Excel-Datei, deren Link auf der Plattform der Europäischen Statistik-Olympiade zu finden ist. Kleiner Tipp, fangen Sie an, mit gründlich über Ihren Ausgangspunkt nachzudenken. Und danach müssen Sie die Daten sorgfältig untersuchen. Achten Sie darauf, wie Sie mit fehlenden Werten umgehen. Nutzen Sie für Ihre Analysen zum Beispiel die Funktionen Sortieren und Filtern, bedingte Formatierung und die dynamischen Pivot-Tabellen in Excel. Sie können auch GeoGebra verwenden. Es gibt viele Leitfäden im Internet, Sie können sie bestimmt benutzen. Ihre Präsentation von höchstens 8 Folien sollte die folgenden Teile enthalten. Erstens eine Einführung mit dem Namen Ihres Teams, dem Namen und der Adresse Ihrer Schule und der Kategorie, in der Sie teilnehmen, nämlich die zweite oder dritte Stufe. Zweitens den Zweck Ihrer Analyse. Drittens Ihre Arbeitsmethode, die von Ihnen verwendete Software, Ihre Analysetechniken und so weiter. Danach müssen Sie auch Ihre Ergebnisse anhand von Tabellen und Grafiken erwähnen, angepasst an die Art der Daten, die Sie behandeln, und schließlich Ihre Schlussfolgerung. Registrieren Sie Ihre Präsentation im PDF-Format und laden Sie sie spätestens am Mittwoch, dem 12. Februar um Mitternacht auf der Plattform der Europäischen Statistik-Olympiade herunter. Ab morgen erhalten Sie die Anweisung auch per E-Mail. Lesen Sie sie sorgfältig. Eine Jury wird dann Ihre Präsentation beurteilen. Sie wird die 5 besten Präsentationen pro Gemeinschaft und pro Kategorie auswählen und mit einer Punktzahl auf 100 Punkten bewerten. Diese Punktzahl zählt für 75% des Endergebnisses und die restlichen 25% entsprechen Ihrer Punktzahl der ersten Prüfung. Nur die 3 besten Teams für die jeweilige Gemeinschaft und die jeweilige Kategorie können an der dritten Prüfung teilnehmen. Schauen Sie sich am Donnerstag, den 20. Februar, Ihre Mailbox an, denn wir werden Ihnen an diesem Tag mitteilen, ob Ihr Team in die letzte Runde gehen darf. Sehr viel Erfolg!